Für die CDU-Fraktion Michael Große-Brömer. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Kollegin Sitte, es ist wirklich schade, dass Sie auch nach 2,5 Jahren noch nicht in Ihrer Oppositionsrolle angekommen sind. Hören Sie doch mal auf zu jammern, machen Sie doch mal inhaltliche Arbeit, damit Sie uns beeindrucken. Das tun Sie nicht durch Geschäftsordnungsdebatten jede Sitzungswoche, mit Sicherheit nicht. Und das, was das Bundesverfassungsgericht Ihnen zu den Oppositionsrechten gesagt hat, das ist doch viel interessanter, nämlich dass wir Ihnen als große Koalition zugegebenermaßen wesentlich mehr Rechte auch eingeordnet und zugestanden haben, als Ihnen nach Ihren Wahlergebnissen überhaupt zugekommen wäre. Also hören Sie auf zu jammern, fangen Sie mal mit der ordentlichen Arbeit an. Der zweite Punkt, ich bin der Kollegin Hasselmann wirklich sehr dankbar, dass sie auch mal kurz in die Vergangenheit zurückgegangen ist. Ich erinnere mich gerne an meine Anfangszeit im Bundestag. Nicht so gerne, weil ich da noch in der Opposition, hoffentlich zum letzten Mal in der Opposition gewesen bin. Ich erinnere mich da an meinen Rechtsausschuss. Mit voller Spannung geht man dahin am Dienstag, Mittwochmorgen. Und dann kam das rot-grüne EEG auf die Tagesordnung. Wissen Sie, was ich da für Änderungsanträge bekommen habe? Da ist Ihr kleines Zettelbergchen eine Lachnummer gegeben. Dass die Änderungsanträge damals von Rot-Grün konnte ich alleine gar nicht in mein Büro tragen. So ein Berg war das, obwohl es Freitag debattiert werden sollte. Das ist die Wahrheit. Und wenn Sie von Schlamperei reden, dann erinnern Sie sich mal kurz daran, da war ich glücklicherweise noch nicht Mitglied des Bundestages. Da gab es eine Gesundheitsministerin der Grünen, Andrea Fischer, die hat 30 oder glaube ich 24 Seiten in einem Gesetz vollständig vergessen. Da ist es mir doch lieber, ich kriege nachträglich noch mal 100 Seiten Informationen, bevor ich 30 Seiten überhaupt gar nicht im Gesetz vorhanden ist. Und jetzt vielleicht zu diesen Punkten. Ich kann Ihnen nur den Rat geben, hören Sie mal auf, immer das Verfahren zu kritisieren, machen Sie inhaltliche Arbeit, dadurch können Sie auch beeindrucken. Im Übrigen, die Länder, die heute auch über dieses Gesetz dringend entscheiden wollen, ja, das wäre mein Wunsch, wenn manche Länder beim Abschieben ein bisschen erfolgreicher wären. Das ist auch wahr. Aber sie wollen sich auch mit der Energiepolitik beschäftigen und haben deshalb beim Bundesrat Fristverzicht erteilt. Sie wollen also genau das Gegenteil von Ihnen, die sagen, wir möchten gerne entscheiden, weil die nämlich auch in der Verantwortung sind, nicht als Opposition permanent rumjammern, sondern weil sie sagen, wir müssen den Bürgerinnen und Unternehmen, Bürgern und Unternehmen in Deutschland Rechtssicherheit geben in diesen Fällen, ob sie noch investieren, wie es weitergeht mit der erneuerbaren Energie. Das ist die wahrhafte Verantwortung in der Regierung. Und die nehmen Sie wahr, auch wenn Sie da beteiligt sind. Und die sehen es eben gravierend anders als Sie als Bundestagsfraktion, die hier permanent in der Sitzungswoche versuchen, über Geschäftsordnungsdebatten Aufmerksamkeit zu bekommen. Es geht auch anders. Und jetzt nur noch mal abschließend. Frau Hasselmann, wenn Sie hier immer stehen und erklären, ja gut, also das verstehe ich überhaupt nicht, warum nehmen Sie denn Ihre Parlamentsrechte nicht wahr? Ich brauche von Ihnen keine Belehrung, wie die CDU-CSU-Fraktion im Parlamentarismus handelt. Diese Kollegen prüfen die Unterlagen mit Sicherheit genauso wie Sie. Und wenn die die Auffassung haben, sie können entscheiden, dann ist das Ihre Entscheidung. Da brauche ich von Ihnen keine Belehrung. Wir sind keine schlechteren Parlamentarier als Sie. Und deswegen wird dieser Tagesordnungspunkt nicht abgesetzt oder sinnvollerweise debattiert heute. Vielen Dank.